So, schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie zur Fortsetzung der Vorlesung Grundlagen der Informatik 2. Hat heute etwas länger gedauert mit der technischen Einrichtung, weil ich den Rechner hier auf die Technik abstimmen musste. Da hat die Übertragung des Bildes nicht so richtig oder die Abstimmung der Bilder nicht so richtig geklappt, aber jetzt haben wir alles richtig hingekriegt. Letztes Mal haben wir uns beschäftigt mit Architektur von Rechensystemen und da werden wir heute weitermachen. Nochmal wieder der Hinweis, dass Sie sich bitte anmelden für die Bonusklausur. Bis 8.1. dürfen Sie sich anmelden und habe ich ja schon mehrfach darauf hingewiesen, wenn Sie sich nicht anmelden bis zum 8.1., dann können Sie daran nicht teilnehmen. Was haben wir gemacht bei Rechenarchitektur? Ich habe Ihnen den Von-Neumann-Rechner vorgestellt. Wir haben einige Dinge uns da angeschaut, also die verschiedenen Teile, Steuerwerk, Rechenwerk, Speicherwerk, ein Ausgabewerk. Ich habe Ihnen die einzelnen Teile schon vorgestellt. Wir haben gesehen, dass Sie das Funktionsprinzip, den haben uns genauer den Arbeitsspeicher angeschaut, wie der aufgebaut ist. Ich habe Ihnen etwas erzählt zur Speicherhierarchie, darauf gehen wir heute noch etwas genauer ein, wenn wir uns die Speicher genauer anschauen. Insbesondere ist eben wichtig zu sehen, dass wir versuchen müssen, möglichst wenig Verlust zu haben durch häufige Zugriffe auf Speicher. Dann habe ich Ihnen das Rechenwerk vorgestellt. Dort wird halt dann gerechnet über arithmetisch-logische Einheiten und es wird das getan, was in den Befehlen dargelegt ist. Das Ganze wird halt über Steuerwerk geregelt und da haben wir den Maschinenbefehlszyklus kennengelernt. Ganz wesentliches Prinzip, wie Rechnungen im Rechner ausgeführt werden. Das ist das Prinzip, nach dem alle Ihre Rechner, alle unsere Informationsverarbeitung läuft. Mit diesem Zyklus von Holen eines Befehls, Dekodieren, Ausführen, beziehungsweise zunächst mal Operanden holen und dann Ausführen der Operationen. Und entsprechend mehrfache Zugriffe auf den Speicher. Das habe ich Ihnen auf der nächsten Folie dann vorgestellt, wo wir gesehen haben, was passiert, wenn ein Befehl ausgeführt wird. Der wird also Steuerwerk geholt, interpretiert, die Operanden werden geholt und dann kann etwas ausgeführt werden. Das Ergebnis muss wieder zurückgeschrieben werden, sodass wir also dreimal auf den Speicher zugreifen und von dort wieder etwas holen müssen. Das heißt, wir haben diese Zeiten, Zugriff auf den Speicher zu berücksichtigen und deswegen muss man sich mit der Speicherung genau beschäftigen. Ein Ausgaben haben wir auch angeschaut. Wichtig, dass wir etwas ein- und ausgeben können. Gibt es halt verschiedenste Komponenten dort. Insbesondere ist die Ein-Ausgabe deutlich langsamer als die Berechnung. Deswegen müssen wir sehen, dass wir das puffern. Deswegen gibt es da einen extra Ein-Ausgabeprozessor, der sich darum kümmert. Dann ist die Frage, wie kommunizieren die einzelnen Einheiten im Rechner über solche Busse? Oder auch in einer größeren Architektur, wenn Sie eine Bus-Architektur haben, was heißt das eigentlich? Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass wir da dieses Concurrent Read Exclusive Write haben, also nur einer darf schreiben, alle anderen dürfen lesen. Und da muss man die Konflikte lösen, die es dort gibt. Dazu haben wir uns an verschiedene Verfahren angeschaut, das Daisy-Chain mit so Parallelabfrage, zyklische Buszuteilung, CSMA-Verfahren, das Ethernet-Verfahren. Und dann habe ich Sie noch auf die optischen Busse hingewiesen. Und schließlich kamen wir dann zu den alternativen Rechnerarchitekturen, Konzepte, wie man den Von-Neumann-Engpass irgendwie umgehen kann, der darin besteht, dass wir halt immer einzelne Operationen ausführen, also rein sequentielle Ausführungen von Operationen haben. Also muss man sehen, dass man das irgendwie abmildert. Und eine Sache ist, dass man versucht, Datentypen direkt anzupassen und also zum Beispiel Vektordatentyp, ein Standarddatentyp, der hardwaremäßig unterstützt wird und dadurch Rechnung beschleunigt. Und das Letzte, was wir angeschaut hatten, war hier der assoziative, inhaltsorientierte Zugriff auf Daten, bei dem wir die Inhalte suchen, über Inhalte Speicherzellen adressieren und nicht über die Adressen der Speicherzellen versuchen, auf Inhalte zuzugreifen. Das ist also ein ganz anderes Prinzip. Und wenn man dann auch noch damit verknüpft in einem Assoziativspeicher, dass man vor Ort Operationen ausführen kann, dann hat man diesen Von-Neumann-Engpass vollständig überwunden und kann parallel Operationen dort ausführen, wo sie erforderlich sind und macht das im Speicher und holt nicht mehr die Informationen aus dem Speicher in den Prozessor. Das ist also ein ganz anderes Prinzip, kann man alles machen, wird zum Teil in Spezialhardware auch gemacht, aber im normalen Prozessor, den wir haben, wird dieses Assertivprinzip nur zum Teil eingesetzt, nämlich bei der Organisation des Caches. Darauf kommen wir noch wieder zurück. Also Cache-Speicher ist da ein wichtiger Teil.
Und das, was wir dann heute, wo wir heute weitermachen müssen, ist der Aspekt der Parallelverarbeitung. Und dabei geht es halt darum, dass wir auch versuchen, diesen Phenomenengpass zu beseitigen, indem wir einfach mehrfache Operationseinheiten haben, die nebeneinander arbeiten können. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Man kann das machen, indem man spezielle Prozessorteile, mehrere hat, also mehrere Rechenwerke mehrere Prozessoren, die völlig unabhängig voneinander arbeiten. Und oder eben gleich. Entschuldigung. Spezielle Prozessorteile war das eine, das andere waren die vollständigen Prozessoren, das sind Multiprozessorsysteme oder Minicore-Systeme. Sie haben, das ist das, was Sie normalerweise haben oder heutzutage in Ihren Smartphones oder Laptops, mehrere Rechnerkerne, mehrere Prozessorsysteme, die parallel arbeiten können oder sogar autonome Rechner, die nur über irgendwelche Netze miteinander kommunizieren. Das ist also eine immer gröbere Granularität der Parallelverarbeitung. Wir werden uns das genauer angucken. Vielleicht noch ganz kurz dazu, es gibt eben bei den vielen autonomen Rechnern, die arbeiten, Rechner in Netzen, gibt es insbesondere dann das Grid Computing, dass man Rechenressourcen über das Internet verfügbar macht. Oder wir reden eben heutzutage von Cloud Computing, wo man nicht nur sagt, ich mache Rechenressourcen verfügbar, sondern ich biete auch noch Services an, um tatsächlich die Nutzung der entfernten Rechnerressourcen und der im Netz verfügbaren Rechnerressourcen zu vereinfachen. Das ist etwas, was wir heutzutage auch schon ziemlich stark nutzen oder immer stärker nutzen. Jetzt gibt es ein Klassifizierungsschema für Rechenarchitekturen, das mit dem Aufkommen der ersten Parallelrechner, also kommerziellen Parallelrechner, eingeführt wurde von Flynn 1972, also schon recht lange her. Und da werden zwei Dinge unterschieden. Das eine ist die Anzahl der Steuerwerke, das heißt die Anzahl der parallel ausführbaren Operationen. Und das andere ist die Anzahl der Datenströme, also auf wie vielen verschiedenen Daten kann ich gleichzeitig Operationen ausführen. Und entsprechend kann man Architekturen charakterisieren. Wir haben also einerseits die Befehlsströme, also hier Single Instruction oder Multiple Instruction. Ein Befehl kann ausgeführt werden oder mehrere Befehle. Und das andere ist auf einem Datenstrom oder auf vielen Datenströmen, Single Data oder Multiple Data. Und dann haben wir als einfache Art, das ist unser normaler Prozessor, der von Neumann Rechner, die SESD-Architektur, Single Instruction, Single Data. Das ist sequenzielle Rechner, der einzelne Rechner. Und dann haben wir das nächste, das ist SIMD, Single Instruction, Multiple Data. Das waren die ersten Parallelrechner. Und interessanterweise sind auch die wir heute ganz stark einsetzen, die Graphical Processing Units, sind auch SIMD-Rechner, bei denen wir eine Operation auf vielen Daten gleichzeitig anwenden. Bei grafischen, bei Bildverarbeitung, grafischen Operationen will man eben auf vielen Pixeln eines Bildes gleichzeitig die gleichen Operationen machen. Deswegen SIMD macht dort durchaus Sinn. Das ist das, was wir hier haben. Also wir haben einen Befehl und wir haben viele Daten, die hier kommen können aus verschiedenen Speicherbereichen, über ein Verbindungsnetz verbunden. Und dann haben wir hier die vielen Recheneinheiten, die aber alle die gleiche Operation ausführen, aber eben auf verschiedenen Daten. Das Verbindungsnetz erlaubt es, dass wir nicht nur direkte Verbindungen haben, sondern dass wir hier auch irgendwie beliebig auf die Speicherbereiche zugreifen können. Deswegen ein Verbindungsnetz, das ist dann ein Parallelrechner, bei dem, wie gesagt, eine Operation gleichzeitig an vielen Stellen ausgeführt wird, auf vielen verschiedenen Daten. Und jetzt gibt es noch eine Architektur, die nennt sich MISD, kann man auch MIST nennen, die ist also nicht so sehr sinnvoll, nicht wegen des Namens MIST, sondern ist einfach Multiple Instruction, Single Data, viele Instruktionen auf einem Datenstrom, Sie haben nur eine Datenquelle und führen auf diesem Datum im Prinzip viele Operationen gleichzeitig aus. Das kann sinnvoll machen, wenn Sie irgendwelche Mehrfachanalysen machen von irgendwelchen Daten, aber ist eigentlich eine sehr wenig gebräuchliche Architektur. Und dann haben wir eben noch die MIMD-Architektur, Multiple Instruction, Multiple Data, und das ist die wir heute ganz viel eben auch haben. Das sind dann unabhängige Rechner oder weitgehend unabhängige Rechner, die unterschiedliche Instruktionen gleichzeitig auf sehr unterschiedlichen Daten ausführen können. Das ist die allgemeinste Form der Parallelität. Und jetzt gibt es auch noch darüber hinaus weitere Dinge.
zum Beispiel Single Program Multiple Data. Das ist wieder ein Unterschied, nicht Single Instruction Multiple Data, sondern Single Program Multiple Data. Wo ist der Unterschied? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Divide and Conquer Verfahren, wo Sie also das gleiche Programm auf vielen Rechnern ausführen, aufgeteilt auf immer kleinere Probleminstanzen. Sie führen das gleiche Programm aus und Sie führen aber nicht unbedingt die gleiche Instruktion aus, weil die einzelnen Einheiten hier eventuell nicht genau gleich groß sind, die Sie hier betrachten. Also es könnte sein, das denken Sie an das Verfahren, das Sie kennengelernt haben, Grundlagen der Informatik 1, Quicksort, wo man aufteilt und dann auf den beiden Teilfeldern wieder sortiert. Dann wird auf jeder Hälfte sortiert, für das gleiche Programm auf den beiden Teilprobleminstanzen ausgeführt, aber die Instanzen sind unterschiedlich lang, deswegen werden zur gleichen Zeit unterschiedliche Befehle ausgeführt. Aber das gleiche Programm auf jeweils diesen einzelnen Einheiten. Deswegen ist Single Program Multiple Data ist auch eine sehr häufig verwendete Architektur. Man verteilt ein Programm auf viele Rechner und wird überall das gleiche Programm ausgeführt, auf unterschiedlichen Daten. Und dann gibt es noch eine etwas ganz andere Bezeichnung, Symmetric Multiprocessor. Da hat man unabhängig voneinander arbeitende Prozessoren, die dann jeweils gleichartig strukturiert sind, die gleichen Eigenschaften, die einen gemeinsamen Speicher haben. Und das ist so das, was wir heutzutage in der Serverarchitektur häufig zur Verfügung haben. Was ich hier nicht angesprochen habe, das sind die ganzen Aspekte der virtualisierten Rechnerressourcen. Das geht jetzt darüber hinaus, gibt es heute aber eben auch. Das sind aber im Prinzip dann nur logische Strukturen, die man auf eine physikalische Rechnerarchitektur draufsetzt. Okay, das sind also jetzt, also dieses hier sind die klassischen Bezeichnungen, Charakterisierungen von Parallelverarbeitung, wie man das nutzen kann. Jetzt kann man das Ganze nochmal auf verschiedenen Ebenen sehen. Ich kann mir auch anschauen, die Befehlsphasen, also einzelne Befehlsphasen bei der Ausführung eines Befehls. Ich kann einzelne Elementaroperationen anschauen. Wir hatten gesehen Sie erinnern sich an den Ripple Carry Adder, wo wir parallel in mehreren Einheiten, mehreren Volladdierern gleichzeitig Operationen ausgeführt haben. Oder Sie haben den Carry Lookahead Adder oder den Carry Safe Adder, wo parallel einzelne Elementaroperationen parallelisiert wurden, um die Ausführungszeit zu verkürzen. Dann kann ich auf der Anweisungsebene das machen, ich kann mehrere Anweisungen parallel machen, ich kann Prozesse parallel ausführen. Und bei den Prozessen, was ist überhaupt ein Prozess im Rechner? Ein Prozess ist die Zusammenfassung einer Anweisungsfolge zu einer funktionellen Einheit mit einem eigenen Adressraum. Also wenn Sie ein Programm ausführen, dann wird daraus ein Prozess mit dem Datenbereich, auf den dieses Programm zugreifen soll. Und mehrere solche Prozesse, die können halt parallel ausgeführt werden, haben aber alle ihren eigenen Adressraum, auf dem sie operieren. Und wenn Sie Threads verwenden, also wenn Sie mehrfädig programmieren, dann haben Sie einen eventuell gemeinsamen Adressraum. Das macht natürlich, ist einerseits einfacher, Sie haben nur einen Adressraum, den Sie verwalten, aber es ist auch komplizierter, weil Sie nämlich dann damit rechnen müssen, dass eventuell mehrere Threads gleichzeitig auf dasselbe Objekt zugreifen wollen. Das heißt, Sie haben dann Synchronisierungskonflikte und diese Konflikte, gleichzeitiger Zugriff auf Speichereinheit, die müssen Sie geeignet lösen. Dafür haben wir die Synchronized Objects, also wir können also Objekte sperren für den Zugriff durch mehr als einen Thread. Das heißt, man muss dann sehen, dass man mit diesem gleichen Adressraum so umgeht, dass wir keine Schwierigkeiten bekommen bei den Ergebnissen, die dann rauskommen. Auf das Problem kommen wir später nochmal zurück, wenn wir Betriebssysteme betrachten. Also, aus Java kennen Sie das, Sie haben alle schon leichtgewichtige Prozesse programmiert, indem Sie mehrfädige Programmierung gemacht haben. Das kommt, ist ja im Programmieren 2 bzw. Programmieren kommerzieller Systeme. Und das simultane Multithreading ist ein Konzept, das wir auch gleich nochmal ansprechen werden. Und dann gibt es auch das Ganze auf der Job-Ebene, das ist noch wieder eine abstrakte Einheit drüber. Das kann sein, dass Sie mehrere Prozesse haben, die ausgeführt werden müssen. Es kann also sein, dass ein Programm, das Sie schreiben oder Software, die Sie anstoßen, mehrere Prozesse nebeneinander laufen lässt.
Und das, was wir hier gerade eben gemacht haben, von Befehlsphasen bis hoch zu Jobs, kann man eben auch charakterisieren als eine feinkörnige Parallelisierung bis zur Anweisungsebene oder die grobkörnige Parallelisierung, die auf Task- oder Job-Ebene passiert, also zwischen einzelnen Prozessoren. Das ist eine sehr grobkörnige Parallelisierung. Und auf der, also in, wenn wir jetzt anschauen, in den Rechner, also im Rechner selber oder auch auf anderen Ebenen, kann man eben Parallelisierung auch in einer anderen Form machen, im Art des Pipelining. Das haben Sie bereits kennengelernt, das Prinzip. Wir haben, geht das mal gleich hier ganz durch, wir haben eine Operation, die aufgeteilt ist in eine Reihe von Arbeitsschritten. Und ich habe also dafür jeweils eine Bearbeitungseinheit, die etwas, die jeden einzelnen Schritt ausführt. Das sind meine Bearbeitungseinheiten 1 bis N. Und dazu muss ich also die Aufgabe zerlegt haben. Wir hatten ein Beispiel gesehen bei dem Ripple Carry Adder. Da hatten wir diese vielen Volladierer. Oder ich habe Ihnen gezeigt, wir haben bei der Gleitpunktaddition mehrere Schritte, die man auch nacheinander machen kann. Das sind also alles Kandidaten, um eben Pipelining zu machen. Wir können eine Aufgabe zerlegen in mehrere möglichst gleich große Teilaufgaben, die nacheinander ausgeführt werden. Warum möglichst gleich groß? Weil in dem Augenblick, wo Sie hier eine solche Folge von Bearbeitungseinheiten haben und Sie wollen die jetzt nacheinander mit Aufgaben versorgen, hängt natürlich die Taktrate, mit der Sie jetzt diese Sequenz von Bearbeitungseinheiten versorgen können, hängt davon ab, wie lange die einzelnen Einheiten brauchen, um ihre Teilaufgabe zu erledigen. Die langsamste Bearbeitungseinheit bestimmt den Takt der ganzen Pipeline. Und deswegen muss man sehen, dass es möglichst gleichmäßig ist, dass keiner auf den anderen warten muss. Also, wir haben einen globalen Takt da drin. Man kann eine Pipeline auch asynchron machen, das ist aber wieder etwas aufwendiger. Also üblicherweise ist eine Pipeline zentral getaktet. Wir haben einen globalen Taktgeber und dadurch haben wir dann diese zeitliche Überlappung und können eben, wenn die erste Aufgabe ihre Teilaufgabe 1 erledigt hat, kann die zweite Aufgabe beginnen und auch die Teilaufgabe 1 erledigen, während die erste Aufgabe die Teilaufgabe 2 bearbeitet. Das schauen wir uns jetzt an einem Beispiel an, nämlich bei dem Befehlsphasen-Pipelining. Das ist also etwas, was in jedem Rechner tatsächlich passiert. Wir kommen zurück zu unserem Maschinenbefehlszyklus. Es sind verschiedene Schritte, die nacheinander gemacht werden müssen. Befehl holen, entschlüsseln, Operanden holen und Befehl ausführen. Und das kann man im Pipelining-Verfahren machen. Das heißt, wir haben hier eine Reihe von Bearbeitungseinheiten für Fetch, Decode, Operanden holen und ausführen, also execute. Und jetzt wird also der erste Befehl angestoßen, das ist hier der grüne Befehl, der läuft hier so entsprechend durch. Und wenn der erste Befehl geholt ist, kann dann schon der zweite Befehl geholt werden. Es wird gleichzeitig der erste Befehl dekodiert und so weiter. Und das ist ja etwas, was wir schon mehrfach gesehen haben. Dadurch habe ich Ihnen alles schon mal erzählt bei der Addition. Vorteil des Pipelining ist, dass wir halt eine Reduktion haben der Ausführungszeit einer größeren Anzahl von Aufgaben. Dadurch, dass wir eben dieses Pipelining machen können, wir reduzieren von viermal oder von, wenn wir K-Takte haben, wir reduzieren von, und wir haben N Einheiten von K mal N wird reduziert auf K plus N minus 1. Ja, also Ausführung von K Operationen heißt, wir müssen nicht K mal die ganze Durchlaufzeit berechnen, sondern wir können einfach K mal eine Operation anfangen und müssen die dann noch ganz durchlaufen lassen. Das ist der wesentliche Grund, warum unsere Rechner heutzutage so schnell sind. Wir haben Pipelines zur Ausführung der Operationen. Das heißt, wir können in jedem Takt, fast in jedem Takt, können wir eine Operation anstoßen, im besten Fall wirklich in jedem Takt. Und dann haben wir eine hohe Ausführungsrate, wir haben entsprechend der Taktrate viele Instruktionen pro Sekunde. Wenn wir Pech haben, geht das aber nicht. Inwiefern kann man hier Pech haben? Es könnte ja sein, dass bei der Ausführung eines Befehls, stellen Sie sich vor, Sie sollen zwei Zahlen addieren, Sie haben hier eine Operation
x gleich meinetwegen a plus b und die nächste Anweisung ist y gleich a oder irgendwas plus x. Das heißt, Sie haben eine Abhängigkeit, das x wird da berechnet und wird bei der nächsten Operation als Operand gebraucht. Das heißt, Sie müssen das Ergebnis erst zur Verfügung haben, bevor Sie die nächste Operation ausführen können. Und das heißt, Sie können eben auf einmal nicht mehr direkt nach dem, also Sie können vielleicht hier anfangen, einen Befehl zu holen, Sie dekodieren. Und dann stellen Sie fest, oh, ich brauche hier bei den Operanden, brauche ich das Ergebnis des vorherigen Befehls, ich muss warten. Das heißt, es kann sein, dass Sie Abhängigkeiten haben zwischen aufeinanderfolgenden Befehlen. Es kann auch sein, dass Sie einen Test machen. Ja, kann auch sein, dass Sie hier in irgendeinen Test reinlaufen und Sie müssen dann, je nachdem, wie der Test ausfällt, Befehl links oder rechts machen. Da müssen Sie erstmal das Ergebnis eines Tests berechnet haben, um zu wissen, welcher Befehl als nächstes ausgeführt werden muss. Das ist also noch schlimmer. Da können Sie also gar nicht irgendwie schon anfangen, den nächsten Befehl schon mal zu machen, also schon mal zu holen und zu dekodieren, sondern Sie müssen tatsächlich warten. Sie wissen gar nicht, welcher als nächstes dran ist. Das hängt vom Test ab. Das heißt, so eine Pipeline ist ganz toll, wenn Sie Operationen haben, die garantiert nacheinander so ausgeführt werden müssen und die nicht voneinander abhängig sind. Die können Sie so mit einem hohen Durchsatz ausführen. In dem Augenblick, wo Sie Abhängigkeiten haben, wird das schwierig. Und das ist jetzt etwas, was die Aufgabe ist, wie baue ich eine Rechenarchitektur so, dass ich alle Einheiten bestmöglich ausnutzen kann und mit diesen Abhängigkeiten geeignet umgehe und trotzdem keinen Leerlauf bekomme. Und das macht man eben durch verschiedene Mechanismen. Das sind jetzt die Bemerkungen, da kommen noch ein paar Bemerkungen dazu, gehen wir gleich drauf ein. Solche Pipelines kann man also machen in unterschiedlichen Anwendungen. Man kann Befehlsphasen-Pipelining machen, das ist eine Sache. Ich kann auch ein arithmetisches Pipelining machen, das haben wir schon kennengelernt, das war bei der Addition zum Beispiel. Also da gibt es eben verschiedenste Sachen. Ich hatte Ihnen den Ripple-Carry-Adder vorgestellt. Genauso kann man eben die Gleitpunktoperation auch mit dem arithmetischen Pipelining machen. Und dann gibt es auch noch Pipelines, die man verändern kann in ihrer Funktion. Das setzt natürlich voraus, dass die erstmal leer läuft. Dann können Sie die Operation verändern, dann können Sie die nächsten Sachen da durchlaufen lassen. Auch so etwas gibt es. Und es ist eben ein Grundprinzip aller Rechner. Hier stehen nur Vektorrechner, Signalprozessoren. Das ist eigentlich in allen Rechnern heutzutage drin. Insbesondere das Befehlsphasen-Pipeline ist überall drin, aber auch das arithmetische Pipelining. Die hohen Durchsätze kriegen wir noch hin, dadurch, dass wir dieses Pipeline-Prinzip in den Rechnern drin haben. Und jetzt kommen die Bemerkungen zu dem Leerlaufen der Pipeline. Was ich Ihnen gerade vorgestellt hatte, ich möchte eben gerne so rechnen, ganz mit hohem Durchsatz. Und das Problem ist, manchmal muss ich eben leider warten, weil ich hier eine Abhängigkeit habe zwischen diesen beiden Operationen. Und dieses Leerlaufen der Pipeline möchte man verhindern. Und stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt einen Test, Sie müssen hier irgendwelche Operationen ausführen. Und dann kann es natürlich sein, dass das Ganze hier vielleicht irgendeine Schleife ist, eine Programmschleife, eine While-Schleife in Ihrem Programm. Und Sie müssen jedes Mal erstmal testen, wie ist der Wert. Das ist natürlich so, dass Sie, wenn Sie eine While-Schleife anfangen, dann können Sie davon ausgehen, zunächst mal wird das immer wieder durch die Schleife durchlaufen, werden Sie hier den rechten Befehl ausführen und nur irgendwann mal den linken Befehl. Also ist es so, dass man einfach spekulativ sagen kann, naja, ich kann ja einfach mal den Befehl hier schon mal holen. Und wenn sich herausstellt, der war gar nicht gemeint, dann muss ich halt den anderen ausführen. Dann habe ich aber in vielen Fällen das Richtige gemacht und in einem Fall, wenn die While-Schleife beendet ist, dann habe ich halt Pech gehabt und muss dann tatsächlich den linken Befehl dort ausführen. Also ich führe spekulativ mögliche Folgebefehle aus. Ich schätze einfach das Ergebnis dieses Tests ab, aufgrund so einiger heuristischer Überlegungen. Und ich korrigiere die Ausführung, wenn die Schätzung fehlerhaft war. Dieses Prinzip wird in guten Rechnerarchitekturen heutzutage eingesetzt, damit man den Durchsatz erhöhen kann, damit eine Pipeline nicht leer läuft. Und das kann eben einen hohen Zeitgewinn bringen gegenüber einer Ausführung, die eben die Pipeline sonst leer laufen lassen würde. Und Pipeline leer laufen lassen, stellen Sie sich vor, Sie haben eine, ich habe das hier raufgeschrieben, noch nicht gesagt, heutzutage haben die Mikroprozessoren hohe Pipeline-Tiefen, die können also bis zu 30 Stufen haben, das liegt einfach daran, dass die Befehlsausführungen durchaus immer komplexer geworden sind.
Das heißt, man muss sehen, dass man möglichst diesen Effekt vermeidet, des Leerlaufens der Pipeline, weil dann einfach um den Faktor der Pipeline-Länge die Ausführungszeiten sich verändern, beziehungsweise der Durchsatz reduziert wird. Das ist also eine ganz wichtige Eigenschaft. Daran unterscheiden sich die Leistungsfähigkeiten der verschiedenen Rechner. Ich hatte Ihnen gesagt, was ich Ihnen da hier erzähle, erzähle ich Ihnen, damit Sie ein Verständnis entwickeln dafür, welche Möglichkeiten Rechnerarchitekturen haben und welche Eigenschaften Ihre Prozessoren haben sollten, damit Sie eine hohe Leistungsfähigkeit bekommen können. Also wenn Sie einen Rechner angeboten bekommen, der zwar einen hohen Durchsatz hat, aber eine hohe Taktrate, aber kein Pipelining, mit dem können Sie nichts anfangen. Der kann nicht viele Instruktionen pro Sekunde ausführen. Und genauso, wenn Sie also nicht, wenn der Rechner, das sehen Sie in den Prospekten nicht, ob der spekulativ Programme ausführt. Aber das ist etwas, das wird in die Rechenarchitektur eingebaut, in die Firmware, in die Art, wie die Befehle tatsächlich im Rechner ausgeführt werden können, hat was mit Betriebssystemen und Rechenarchitektur direkt zu tun. Okay, also das ist, natürlich ist es so, dass der Zeitgewinn durch Pipelining nur möglich ist, wenn ich mehrere Prozessoreinheiten habe, die halt parallel nebeneinander ausgeführt werden können. Und das kann ich eben nur durch Hardware-Implementierung von Algorithmen machen. Bei dem Befehlsphasen-Pipelining ist der Algorithmus eigentlich die Ausführung eines Befehls. Wie führe ich einen Befehl aus? Das ist der Maschinenbefehlszyklus. Ansonsten andere Algorithmen wie Addieren oder auch Sortieren oder Matrizen multiplizieren oder ähnliches. Überall kann ich bei Hardware-Implementierung deutliche Zeitgewinne erzielen bzw. den Durchsatz deutlich erhöhen. Gut. Und jetzt möchte man eben, wie gesagt, das möglichst noch besser machen. Und eine Möglichkeit, wie man dieses Problem mit dem Pipelining oder mit dem Leerlauf in der Pipeline vermeiden kann, ist, dass man nicht einen Thread nur ausführt. Ich habe normalerweise einen Prozessfaden, den ich ausführe auf meinem Prozessor. Und ich könnte natürlich genauso gut sagen, naja, ich nehme jetzt zwei oder auch drei. Normalerweise nimmt man nur zwei. Ich kann also mehr als einen Thread gleichzeitig ausführen, aber natürlich nicht gleichzeitig auf einem Prozessor, sondern die können nacheinander ausgeführt werden. Und wenn ich jetzt nacheinander die einzelnen Befehle dieser Threads ausführe, dann ist der Abstand, der zeitliche Abstand der Ausführung von zwei aufeinanderfolgenden Befehlen hier in einem Thread, ist vergrößert worden. Wenn ich also jetzt Abhängigkeiten habe zwischen den einzelnen Befehlen innerhalb eines Threads, dann habe ich den Abstand der Ausführung ja verlängert, dadurch, dass ich andere Befehle zwischendurch ausführe von anderen Threads. Das heißt, dieser Effekt des Leerlaufens wird abgemildert, weil ich ja nicht mehr warten muss, wenn ich die direkt nacheinander versuchte auszuführen, die beiden sind abhängig voneinander, dann müsste ich warten, würde die Pipeline leer laufen. Jetzt führe ich einfach zwischendurch andere Threads aus oder andere Befehle von anderen Threads aus. Dadurch habe ich die Zeit genutzt, dadurch, dass ich andere Befehle ausgeführt habe und mache es dann innerhalb dieses ersten Threads weiter, wenn er wieder dran ist, und dann habe ich eben dadurch schon den ersten Befehl dort vielleicht schon ausgeführt und kann damit diesen Effekt des Leerlaufens von Pipelines durch Abhängigkeiten zwischen aufeinanderfolgenden Befehlen reduzieren. Das ist etwas, was man Multithreading nennt, ist heutzutage auch in vielen Rechenarchitekturen vorhanden, nennt sich eben simultanes Multithreading oder Hyperthreading, je nachdem, welcher Hersteller das macht, gegenüber dem Betriebssystem. Behauptet dann der Rechner, er wäre ein Parallelrechner, weil er ja mehrere Threads im Prinzip gleichzeitig ausführt. Er führt aber immer nur einen Befehl zur Zeit aus. Er hat nur mehrere Threads, die hier in dem Fall gleichzeitig aktiv sein können. Es wird aber immer nur in jedem Zeitpunkt immer nur ein Thread tatsächlich bedient, aber eben nacheinander. Das heißt, die werden so nacheinander nebenläufig ausgeführt. Und das heißt, wir erhöhen die Rechenleistung nicht. Ich nutze nur die Ressourcen dadurch besser aus, weil ich die Abhängigkeiten oder die Effekte von Abhängigkeiten zwischen aufeinanderfolgenden Befehlen reduzieren kann. Was kostet das, so etwas zu machen? Ich brauche natürlich ein bisschen mehr Registersätze, um dafür zu sorgen, dass die
Werte, die dann berechnet werden in den einzelnen Threads, zwischengespeichert werden können. Das heißt, ich muss ein bisschen mehr machen, habe Verwaltungsaufwand, ich brauche ein bisschen mehr Operationen, ich habe also etwa 5% mehr Gatter in so einer Architektur, ich habe eine höhere Leistungsaufnahme insgesamt, also mehr Energieverbrauch, aber die, wenn ich Glück habe, habe ich bei zwei Threads tatsächlich doppelte Leistung, das ist der beste Fall, der eintreten kann. Wenn die Anforderungen des Threads sich also gerade geeignet ergänzen, dann kann ich ständig einen Befehl ausführen und ich habe kein Leerlaufen. Im Worst Case habe ich allerdings eine Verlangsamung, weil ich diesen extra Overhead habe. Ich muss Daten erstmal zwischen den Registersätzen hin und her schieben und habe dann dadurch Probleme. Ein weiteres Problem, das auftreten kann, ist, wenn ich habe gerade eben wieder einen senkrechten Strich produziert. Ich dachte, der neue Rechner würde das nicht mehr machen. Er macht es offensichtlich auch noch. Also, parallele Threads, wenn die jeweils den vollen Cache beanspruchen, das heißt, ein Thread, wir haben also hier unseren Cache, wir haben da unseren Speicher und jetzt will ein Thread, der braucht im Prinzip alle diese Inhalte im Cache. Hier ist also der Main Memory, da ist der Cache. Wenn ein Thread hier oben, wenn der alle Elemente in dem Cache braucht, dann würde es ständig Cache-Fehler geben, dann würde der nächste Thread braucht dann auch irgendeinen Inhalt von dem Cache und hätte seine Daten nicht im Cache, der muss dann auf den Hauptspeicher zugreifen. Also wenn die sich in Bezug auf der Cache-Ausnutzung gegenseitig ins Gehege kommen, dann hat man dadurch leider etwas Probleme. Das heißt, es ist nicht immer gut, aber in vielen Fällen. Und im Durchschnitt hat man etwa 10-20% Leistungssteigerung. Das heißt, da spendiert man gerne die 5% mehr Gatter dafür. Das ist eine Beschleunigung der Rechner. Also, Hyperthreading dient dazu, die Effekte der Abhängigkeiten zwischen aufeinanderfolgenden Befehlen zu reduzieren und dadurch die Ressourcen besser auszunutzen. Das ist also diese eine Sache. Das andere war die spekulative Programmausführung. Wenn man das noch beides miteinander verbindet, hat man also noch bessere Leistung der Rechner. Okay, dann hatte ich gesagt, es gibt eben auch die vollständigen Multiprozessorsysteme. Wir haben Single Program Multiple Data Rechner, wird eben häufig gemacht. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede, also es gibt homogene Rechner, es gibt inhomogene Rechner, es gibt Rechner, die gleiche Funktion haben. Es gibt unterschiedliche Art der Kopplung von Rechnern, die können stark gekoppelt sein oder schwach gekoppelt. Stark gekoppelt heißt, ich habe ich habe hier so eine Architektur, bei der die einzelnen Rechner meinetwegen durch ein festes Kommunikationsnetz miteinander verbunden sind und jeder kann also mit seinen direkten Nachbarn hier in dieser gitterverbundenen Architektur direkt kommunizieren. Das ist ein stark gekoppeltes Rechnen. Eine andere Sache, die hier steht, ist der Zugriff auf den gemeinsamen Arbeitsspeicher. Ich habe also hier mehrere Rechner, die auf einen gemeinsamen Arbeitsspeicher zugreifen. Das wäre auch eine Art starke Kopplung. Allerdings muss man dann sich überlegen, dass natürlich bei einem Shared Memory, wenn alle auf den gleichen Speicherbereich zugreifen, es auch Konflikte geben kann, können tatsächlich viele Rechner gleichzeitig auf einen gemeinsamen Speicher zugreifen. Das ist eine beschränkte Ressource. Und wenn ich sie schwächer koppel, dann habe ich also hier meine Prozessoren, die jeweils einen eigenen Speicherbereich haben. Und da muss ich nur sehen, wenn jetzt ein Rechner ein Datum braucht von diesem Rechner, dann müssen die erstmal miteinander kommunizieren können. Das heißt, dann brauche ich hier unten noch irgendein Verbindungsnetz und muss in der Lage sein, über Nachrichtenaustausch zwischen Rechnern tatsächlich Informationen auch an andere Rechner schicken zu können, obwohl die haben eben verteilte Speicher und ich muss dann erstmal über Nachrichten die Informationen austauschen. Also das sind die unterschiedlichen Architekturen, das eine hier oben angedeutet, die mit Shared Memory, wo sie alle auf den gleichen Rechner, den gleichen Speicherbereich zugreifen können, oder eben ein verteiltes System,
bei denen Sie Nachrichten austauschen müssen, um tatsächlich auf die unterschiedlichen Speichereinheiten zugreifen zu können. Heutzutage haben viele Parallelrechner einen sogenannten verteilten gemeinsamen Speicher. Das sieht etwas seltsam aus. Er ist entweder verteilt oder gemeinsam. Da ist es so, dass man die Effekte, die man bei einem gemeinsamen Speicher haben möchte, im Prinzip virtuell zur Verfügung stellt. Das heißt, ich kann auf jedes Datum zugreifen. Es gibt also Architekturen, bei denen ich in der Lage bin, wenn ich hier eine Operation ausführen will und ich muss auf ein Datum zugreifen, das hier unten irgendwo liegt, dann kann ich in dem Programm so tun, als wäre das ein Datum in diesem lokalen Rechner. Und das Betriebssystem sorgt dafür, dass dieses Datum von hier unten dahin bewegt wird und dort verfügbar ist. Da muss ich nicht im Programm darauf achten, wo die einzelnen Daten liegen, sondern ich kann so tun, als wäre es ein gemeinsamer Speicher. Das ist dann ein verteilter gemeinsamer Speicher oder ein virtueller gemeinsamer Speicher. Und die Virtualisierung ist etwas, was mir eben im Programm erlaubt, einen gemeinsamen Speicher zu adressieren. Ich muss nicht im Programm tatsächlich dafür sorgen oder mich darum kümmern, wo meine Daten abgelegt sind. Also, das sind alles Dinge, die beeinflussen, welche Möglichkeiten man hat, Programme zu schreiben auf parallelen Rechnerressourcen. Und entsprechend sind die verschiedenen Parallelrechner sehr unterschiedlich in ihrer Art, wie sie eben ihre Ressourcen anbieten. Beispiele gibt es ganz viele. Diese Beispiele aktualisiere ich immer so von Jahr zu Jahr. Das sind auch einige relativ alte Beispiele da drin. Aber sind auch relativ neue drin. Also der Forschungshöchstleistungsrechner 1 seit 2014 am SCC ist ein Großrechner, der hier am SCC läuft. Wir haben mittlerweile den Forschungshöchstleistungsrechner 2, der ist seit irgendwann dieses Jahr wurde, glaube ich, eingeweiht. Also das ist ein ganz neuer, sehr leistungsfähiger Rechner mit einer interessanten Architektur. Hat so ähnliche Dinge, die hier drin stehen. Also wir haben hier sehr viele Knoten. Hier mehr als 10.000 Rechenkerne, können 215 Teraflops, also Tera Floating Point Operations per Second, also 215 Tera Gleitpunktinstruktionen pro Sekunde ausführen. Das ist üblicherweise die Leistungsfähigkeit, mit der man das misst, wobei das heißt, im besten Fall bei einem Programm, wenn ich also Programme habe, die vollständig parallelisiert werden können, dann kann ich bis zu 215 Tera-Operationen pro Sekunde ausführen. Sehr, sehr viel. Und das war bei den Rechnern früher noch nicht der Fall. Also hier zum Beispiel der Cray T3E 1995, der hatte bis zu 1 Teraflop pro Sekunde. Den Cray habe ich hier nochmal oder durchaus drin stehen lassen. Cray ist aber einer der ersten Vektorrechner. Und die Cray hat eine interessante Architektur, da hat man nämlich die Rechner auf eine interessante Art und Weise angeordnet. Das war im Prinzip so eine Art runder Turm mit so einer Bank hier unten drum und das hat man deswegen gemacht. Die Prozessoren hat man hier in so einem Kreis angeordnet, weil dadurch die Abstände zwischen den einzelnen Prozessoren minimiert werden können. Die Abstände minimiert man, damit die Laufzeiten der Informationen über die Leitungen nicht die Ausführungszeiten reduzieren. Das heißt, man wollte die Kommunikations-Overhead möglichst gering haben das hat man eben in die Art, wie man die Prozessoren angeordnet hat, hat man das so übertragen. Und dadurch hat man hier eine interessante einfach vom Anschauen her eine interessante Architektur gehabt. Das waren die Vektorrechner von Cray und dann hat man hier dieses T3E, steht für einen dreidimensionalen Torus. Was ist ein Torus? Bei einem Torus, da haben Sie einzelne Prozessoren. Ich male die mal hier, versuche mal hier ein bisschen was aufzumalen. So, das ist jetzt ein, wenn das hier, wir haben hier ein Gitter drin, gitterverbundener Rechner. Und das ist erstmal nur ein zweidimensionales Gitter. Und jetzt mache ich daraus einen mit Verbindungen über die Seiten. Das ist so ähnlich, als wenn ich könnte sagen, das ist jetzt ein Zylinder.
Ich habe praktisch den rumgedreht. Das ist so, als wenn ich ein Blatt Papier nehme und die Seiten zusammenfasse. Jetzt habe ich einen Zylinder und jetzt mache ich das Ganze zu einem Torus, indem ich auch noch hier Verbindungen mache. Stellen Sie sich vor, Sie haben eben ein Blatt Papier, drehen das einmal so rum, verbinden die linken und rechten Seiten, haben Sie einen Zylinder und dann drehen Sie das Ganze nochmal rum, dann haben Sie einen Torus, so einen Ring. So, das Ganze jetzt dreidimensional. Ups. Das Ganze dreidimensional. Das heißt, Sie haben hier auch noch in der dritten Dimension auch nochmal so eine Torusstruktur. Sie haben also viele Rechner dreidimensional angeordnet und in jeder Ebene haben Sie diese Wraparound, sogenannten Wraparound-Verbindungen. Das heißt, Sie haben dadurch die Eigenschaft, dass die Kommunikationsentfernungen unabhängig davon, also zwischen Rechnern, unabhängig sind davon, an welcher Stelle in der Architektur die einzelnen Knoten angeordnet sind. Wenn Sie diese Torus-Verbindungen nicht hätten, wäre eben für den hier oben eine Kommunikation mit anderen Rechnern ganz anders als für jemanden, der in der Mitte sitzt. Das möchte man vermeiden. Die sollen alle die gleichen Eigenschaften haben bezüglich der Kommunikationsfähigkeiten. Das ist eine Torus-Architektur. Bei der Cray T3E ein dreidimensionaler Torus, der tatsächlich einen verteilten gemeinsamen Speicher hat. Das heißt, Sie konnten dort auf die einzelnen Elemente virtuell gleichmäßig zugreifen und das Betriebssystem hat dafür gesorgt, dass Ihre Zugriffe richtig umgesetzt wurden. Das ist also dieser Cray-Rechner. Dann gibt es noch viele weitere Architekturen von hochleistungsfähigen Rechnern. Und einer ist besonders interessant, das ist der Zellprozessor, auch schon mittlerweile mehr als 10 Jahre alt, war aber eine ganz interessante Architektur. Es war nämlich die erste kommerziell verfügbare Multi- oder Mehrkernarchitektur, Multicore-Prozessor, der entwickelt wurde als Rechenarchitektur für die Xbox, also für eine Spielekonsole. Man wollte in der Lage sein, Spiele so realistisch auszuführen, oder möglichst realistisch auszuführen. Und dafür brauchte man eben mehrere Recheneinheiten, die möglichst leistungsfähig in der Lage sind, verschiedene Aktivitäten auf seinem Bild in einer Spielvisualisierung gleichzeitig auszuführen. Und deswegen ist dieser Rechner für Spieleanwendungen entwickelt worden, ist dann aber eingesetzt worden auch als Architektur für oder als Prozessor, als Komponente von Hochleistungsrechnern. Und ich habe Ihnen deswegen nur mal ganz kurz hier diese Darstellung oder zeige ich Ihnen hier noch kurz diese Zellarchitektur. Das ist also ein Bild dieser Platine, auf der tatsächlich jetzt diese Architektur dargestellt ist. Wir haben hier einen Prozessor auf der linken Seite. Das ist ein Power Processing Element. Das ist der wesentliche Rechner, der die ganzen Abläufe steuert. Und dann haben wir eine ganze Reihe von kleineren Rechnern, das sind hier 8 Stück, jeweils mit einem eigenen Speicherbereich. Und die können dann Spezialaufgaben übernehmen. Das heißt, das Power Processing Element verteilt die Aufgaben an die einzelnen sogenannten Synergistic Processing Elements und die sind dann für Teilaufgaben zuständig. Also wenn Sie hier ein Bild haben und da ist dann irgendeine Person, die hier gerade irgendwas macht, die will irgendwie vielleicht irgendwie etwas anstellen dort und dann wird eben diese Person animiert von irgendwie einem Prozessor und das, was dann als Effekt passiert an irgendeiner anderen Stelle, wird von einem anderen Prozessor simuliert. Und dadurch können Sie eben sehr viel besser in Echtzeit oder fast Echtzeit Bildverarbeitung machen. Das sind Dinge, die tauchen eben heutzutage oder die sind verwendet worden dann in Höchstleistungsrechnern. Mittlerweile hat man noch mehr Architektur natürlich mit solchen Mehrkernmöglichkeiten. Sie können heutzutage bis zu so 64 oder 128 Prozessoren auf einem Chip haben. Etwas, was man eben sich in der Vergangenheit kaum vorstellen konnte, das geht heutzutage durchaus. Hier waren es 9 Prozessoren, sehr leistungsfähige. Mit jeweils eigenen Speicherbereichen. Okay, ich glaube, ich muss eine Pause machen. Es ist 8:50. Machen wir anschließend hier weiter mit dieser Folie. So, ich denke, ich kann weitermachen.
Wir haben also gerade jetzt gesehen, verschiedenste Architekturen. Und das möchte ich tatsächlich, solche Rechner programmieren. Wie macht man das eigentlich? Wenn Sie jetzt einen Parallelrechner haben, Sie wollen auf so einem Workstation-Cluster wollen die Prozessoren alle ausnutzen, um ein größeres Problem zu lösen, wollen Ihre Aufgaben verteilen auf verschiedene Rechner, das ist die Frage, wie macht man das? Das kann man mit den üblichen Programmiersprachen machen, mit einem sogenannten HP Fortran, High Performance Fortran, also parallel hat eben Effekte oder Möglichkeiten drin, Nachrichten zu formulieren und sie oder also andere Rechner im Prinzip anzustoßen da drin. Sie kennen das aus Java. In Java gibt es spezielle APIs für Kommunikation mit anderen Rechnern. Da gibt es die Remote Method Invocation, RMI, oder es gibt die Socket-Programmierung, die Sie machen können. Das heißt, Sie können spezielle Ports, spezielle Tore spezielle Ports auf den verschiedenen Rechnern ansprechen und dort direkt dadurch mit verschiedenen Anwendungen auf anderen Rechnern kommunizieren. Das, sofern Sie Proxy schon gehört haben, wissen Sie, wie sowas funktioniert, weil Sie da ja etwas Programmierung von verteilten Rechnern auch lernen. Also Socket-Programmierung, Remote Method Invocation, das sind Möglichkeiten, wie man direkt im Programm die Kommunikation zwischen verschiedenen Rechnern formulieren kann. Und Sie kennen auch die Möglichkeiten der Mehrfähigkeit in Programmiersprachen wie in Java. Und es gibt es ganz allgemein dazu noch weitere Funktionsbibliotheken für im Prinzip beliebige Programmiersprachen. Nicht ganz beliebig, aber für eine ganze Reihe von Programmiersprachen. Und ein Paket nennt sich Parallel Virtual Machine. Das andere ist Message Passing Interface. Das sind Bibliotheken von Funktionen, die Sie ausführen können oder von Methoden, die Sie einsetzen können in Ihrem Programm, um den Nachrichtenaustausch zwischen unterschiedlichen Rechnern tatsächlich zu organisieren. Das heißt, Sie haben hier irgendwelche Rechner, Sie wollen Nachrichten hin und her schicken zwischen diesen Rechnern und das geht halt über unterschiedliche Systeme. PVM, MPI sind so die klassischen Bibliotheken, um Parallelverarbeitung explizit zu programmieren. Man muss sich über eines im Klaren sein, wenn Sie Programme formulieren für einen sequentiellen Rechner, ist das schon schwer genug. Und wir wollen Korrektheit beweisen können von Programmen, die auf sequentiellen Rechnern ausgeführt werden. Das ist schon eine große, schwierige Aufgabe. Jetzt machen wir das Ganze, wir sagen so einfach, wir haben da 8 Kernprozessoren und sowas, machen das jetzt alles parallel. Da haben Sie auf einmal diese verschiedenen Rechner, die hier etwas ausführen. Und die Frage ist, ja, wann machen die das eigentlich? Zu welchem Zeitpunkt wird jetzt jeweils eine Operation ausgeführt? Die Reihenfolge der Ausführung von Operationen kann ja beeinflussen, was als Ergebnis rauskommt. So etwas muss man dann auch noch irgendwie im Griff haben, dass die gemeinsam geeignet ein Programm ausführen. Also die Programmierung von parallelen Rechnern ist etwas, was keineswegs einfach ist. Deswegen wird auch häufig auf diesen Mehrkernprozessoren Parallelisierung ganz einfach gemacht, indem man einfach nur die einzelnen Jobs auf verschiedene Prozessoren verteilt und nicht die einzelnen Jobs jeweils noch in sich parallelisiert, weil das eine schwierige Aufgabe ist. Aber jemand, der auch noch das verbessern will, der muss sich halt damit genauer beschäftigen und parallele Algorithmen entwerfen. Das ist etwas, was man durchaus machen kann, was eben Informatiker tatsächlich auch tun und die sind dafür die Experten. Man möchte nur diese ganze Ebene möglichst weit von den üblichen Anwendern verstecken, sodass eigentlich das Wesentliche, die ganze Parallelisierung, möglichst automatisiert gemacht wird. Dass man also sieht, ich habe ein Programm, da kann ich feststellen, welche Abhängigkeiten sind dort, was kann ich parallel ausführen, das wird dann möglichst automatisiert, parallelisiert und dann bestmöglich ausgeführt. Und das ist dann eine Eigenschaft des Betriebssystems, ob es gut parallelisiert oder schlecht parallelisiert. Und daran unterscheiden sich wieder die Betriebssysteme, ob sie gut umgehen können mit der Verfügbarkeit von parallelen Kernen in einer Architektur oder ob sie nicht gut damit umgehen können. Okay, also ich habe hier noch darauf hingewiesen, Vorlesungen über verteilte Algorithmen oder im SDC werden eben speziell zu PVM, MPI Kurse angeboten. Da können Sie sich genauere Informationen holen. So, dann schauen wir uns nochmal ganz kurz an,
den Aspekt verteilte System. Ich habe mir jetzt vorgestellt Parallelrechner, ich habe Ihnen Pipelining-Rechner vorgestellt, wir haben uns ganz kurz mit der Programmierung beschäftigt. Jetzt sind das, was wir ganz allgemein uns ja anschauen in Rechnernetzen heutzutage, das sind verteilte Systeme. Wir haben weitgehend autonome, heterogene Rechner, die dann eben über PVM, MPI Nachrichten austauschen können. Wir haben also hier ein Rechnernetz, über das die kommunizieren können. Das sind unsere Rechner alle und ich habe hier irgendein Rechnernetz und darüber können jetzt die einzelnen Prozessoren kommunizieren. Und die Frage ist, wie wird das eigentlich aufgebaut, wie passiert das? Was möchte ich überhaupt mit verteilten Rechnern machen? Ich möchte die Rechenleistung erhöhen durch weitere Rechner, vieles parallel machen. Ich möchte alles möglichst zuverlässig machen. Ich habe also hier einen Rechner, der zum Beispiel alle Transaktionen auf der Börse ausführt. Dann will ich gerne daneben einen weiteren Rechner haben, der im Prinzip das Gleiche macht. Hier haben alle ihre Speicherbereiche und die müssen möglichst miteinander verbunden sein in irgendeiner Form, dass ich in der Lage bin, wenn der eine ausfällt, auf dem anderen sofort weitermachen zu können. Also ich habe dann parallel rechnende Systeme, die das Gleiche machen, die dafür sorgen, dass der Ausfall von einem Rechner nicht zum Ausfall des gesamten Systems führt. Also erhöhte Zuverlässigkeit. Ich kann bei Ausfall eines oder mehrerer Rechner gegebenenfalls auf andere zurückgreifen. Das ist in kritischen Infrastrukturen eine übliche Infrastruktur, oder übliche Rechnerinfrastruktur, dass sie redundant mindestens zwei Systeme haben, die parallel laufen, sodass der Ausfall eines Systems nicht zum Ausfall der Leistung insgesamt führt. Dann möchten Sie gerne Last verteilen zwischen vielen Rechnern, dass also schwach ausgelastete Rechner Aufgaben übernehmen von stärker ausgelasteten Rechnern. Oder Sie haben verbreitetes Dienstleistungsangebot. Ein Rechner ist zuständig für Dateiverwaltung, einer für E-Mail, einer für Webservices oder für das ganze World Wide Web, der dient als Webserver. Sie haben irgendwelche speziellen Funktionsrechner, spezielle leistungsfähige Rechner für bestimmte Aufgaben. Da haben Sie dann heterogene, unterschiedliche Rechner, die gemeinsam dann für Sie bereitstehen, um Aufgaben zu erledigen. Und wenn Sie jetzt einen solchen Rechner nutzen wollen, dann müssen Sie halt einen sogenannten Remote Procedure Call oder Remote Method Invocation machen, um tatsächlich diese Funktion entfernt nutzen zu können. Also wenn Sie einen Print-Job, einen Druckauftrag ausführen wollen auf Ihrem Rechner oder auf Ihrem Drucker, geht das normalerweise zu einem Print-Server und der stößt dann den entsprechenden Drucker an, der Ihre Datei ausdrucken soll. Und das Ganze wird jetzt zum Teil gemacht als sogenanntes Client-Server-System. Das heißt, Sie haben hier einen großen Server und Sie haben oder auch mehrere solche Server und Sie haben hier die vielen Clients. Das sind also alles Clients, die Anfragen beim Server, weil sie bestimmte Aufgaben erledigt bekommen möchten und irgendwann wird dann das Ergebnis wieder zurückgeschickt. Das ist eine typische Client-Server-Architektur. Ein Webserver ist ein Client-Server. Oder wenn Sie einen Webserver haben, Print-Server, das sind Server, die für die einzelnen Clients halt Aufgaben erledigen. Die Alternative sind sogenannte Peer-to-Peer-Systeme. Das sind Systeme, bei denen Sie gleichberechtigte Rechner haben, haben viele gleichberechtigte Rechner und die sind irgendwie miteinander verbunden, in der Regel etwas redundant verbunden, vielleicht jeder mit jedem zweiten oder irgend so etwas. Da sind logische Verbindungen realisiert und jeder Prozessor hier drin kann sowohl Dienste anbieten, nimmt aber auch Dienste von anderen in Anspruch. Und da sind also insofern alle gleichberechtigt. Die werden gleichmäßig über die Teilnehmer verteilt und es ist auch so, ich kann hier irgendeinen neuen Rechner dazufügen und andere können auch mal ausfallen. Das heißt, ich habe hier eine Aufgabenverteilung, die so ein bisschen dynamisch veränderlich ist. Heutzutage ist ein großer Teil des Datenverkehrs im Internet entfällt auf Peer-to-Peer-Systeme. Also diese ganzen Austauschplattformen für Bilder, für Videos, für Musik und ähnliches sind in der Regel irgendwelche Peer-to-Peer-basierten Systeme. Und das Interessante dabei ist eben, dass die sich im Wesentlichen selbst organisierend
solche Strukturen aufbauen können. Sie haben keine zentrale Einheit, die alles steuert, sondern das geht mehr oder weniger durch selbstorganisierende Koordination der Aufgaben. Und dann haben wir das Grid Computing. Da haben Sie eben eine spezielle Rechnerressource, zum Beispiel so ein, ich male das mal einfach so auf hier, als irgend so ein Gitter von Rechnern. Jeder Knoten hier oder jeder Punkt ist ein Rechner, ein Gitterrechner, zweidimensional verbundene Rechner oder dreidimensional, wie ich gesagt hätte, so eine Cray T3E. Ich habe Rechenressourcen, die sind verfügbar im Netz, auf die kann ich entfernt zugreifen und kann die einsetzen. Dafür gibt es sehr viel Unterstützung durch Middleware, die das unterstützt. Also ich habe so eine Unicore, D-Grid, ich habe das Grid-KA. Das sind Hochleistungsrechnerinfrastrukturen, die für bestimmte Aufgaben zur Verfügung stehen. Also Grid-KA ist eine Hochleistungsrechnerarchitektur hier in Karlsruhe, die insbesondere für die Physiker eine ganz große Aufgabe spielt. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ich einfach Rechenressourcen nutze in beliebigen Rechnern, zum Beispiel in Ihren Smartphones oder in Ihren Laptops oder in Ihren Desktop-Rechnern, wenn die nicht benutzt werden. Und die meiste Zeit werden die Rechner kaum genutzt von Ihnen als Nutzer. Und dann kann ich diese freie Zeit ausnutzen, um andere Aufgaben zu erledigen. Da gibt es das sogenannte SETI at Home. Ich weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben. Da geht es um Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI. Und man nimmt ja ständig irgendwelche Signale aus dem Weltraum auf. Und diese Signale aus dem Weltraum könnten ja irgendwie Signale von intelligenten Wesen von irgendwo anders sein. Um aber festzustellen, ob dort irgendwelche interessanten Informationen dabei sind, muss man diese Daten analysieren. Und dann versucht man, irgendwelche Strukturen da drin zu entdecken. Und da das so sehr viele Daten sind, verteilt man die einfach auf ganz viele Rechner. Und zwar einfach beliebig auf ganz viele Rechner, gibt ihnen einzelne Teile dieser empfangenen Daten und lässt die analysieren, verteilt also das Programm zur Analyse, verteilt die Daten und führt das einfach aus, während der Rechner ansonsten nicht genutzt wird. Da können Sie also, das kann eingebaut werden in Ihren Bildschirmschoner, und wann immer der Bildschirmschoner angeht, rechnet der im Hintergrund dann genau solche Sachen. Das seht ihr at home. Und dann gibt es noch andere Sachen, etwas, was Boink heißt, ist ein bisschen ähnlich wie SETI, aber für allgemeinere Anwendungen. Joschka ist Job Scheduling Karlsruhe, ist in meiner Gruppe entstanden. Das ist also eine Möglichkeit, wie Sie Rechner, die hier im Rechnernetz in Karlsruhe rumstehen, also speziell hier, könnte aber auch woanders sein, wenn die freie Zeit haben, dann können die sich melden bei dem Joschka-Server und darum bitten, dass sie Aufgaben bekommen. Und dann werden denen Aufgaben gegeben. Zum Beispiel machen wir viele Untersuchungen über Optimierungsmöglichkeiten mit evolutionären Algorithmen oder mit Ameisenalgorithmen oder Ähnliches. Und dafür müssen wir sehr viele Testläufe machen. Und diese vielen Testläufe sind sehr ähnlich, nur mit unterschiedlichen Daten. Die können sehr gut verteilt werden. Das machen wir zum Beispiel auf den ZIP-Pools oder auf den Rechnerpools im Rechenzentrum oder bei uns in der Fakultät. Das heißt, im Hintergrund laufen da ganz viele unserer Programme. Solange also die Studenten die nicht intensiv nutzen, sind die für uns sofort nutzbar. Und das kann man ganz einfach über dieses Joschka hier organisieren. Also das sind Systeme, Dienstleistungen, wie man Berechnungen verteilen kann auf viele Rechner. So etwas gibt es also in verschiedenster Form. Und wenn man jetzt nochmal diesen Aspekt der Dienstleistungen, der Services im Zusammenhang mit Rechnerressourcen, wenn man das geeignet verbindet, kommen wir zum Cloud Computing. Da haben wir eine reine Virtualisierung der Rechnerressourcen. Wir rechnen nicht auf irgendeinem speziellen Rechner, sondern wir rechnen in der Cloud und können dann, also auf irgendeinem virtuellen Rechner, und können uns virtuell Rechenressourcen tatsächlich anmieten für die Zeit, wo wir sie brauchen. Nutzung von Services und Rechenleistung nach Bedarf. Das ist hier das Wesentliche. On-Demand Computing, das kann ich im Cloud Computing machen, durch Angebot von Informationsverarbeitungsdienstleistungen. Das ist mittlerweile ein ganz großer Zweig der Informatikforschung geworden und Informatikentwicklung, der sich sehr stark in der Praxis auch durchgesetzt hat. Es gab vielfältige Ansätze, die dann auch zum Grid Computing geführt haben, aber auch und dann irgendwann eben auch zum Cloud Computing. Das heißt, heutzutage nutzen wir Rechner in vielfältigster Form, nicht nur die einzelnen Rechner bei uns im Laptop oder im Smartphone oder sonst irgendwo, sondern
Wir nutzen Rechenleistung aus dem Netz und brauchen dadurch nicht direkt lokal die Rechenressourcen verfügbar zu haben. Okay, das zur Rechenleistung, Informationsverarbeitung. Was wir dort verarbeiten, sind Daten, die müssen in Speichern abgelegt werden. Und dazu muss ich Ihnen etwas erzählen, diese Speicherstrukturen, über die Eigenschaften der Speicher. Und das sind einige Eigenschaften, die man hier anschauen muss. Also wenn ich Daten irgendwo ablege, dann muss ich mir anschauen, wie kann ich eigentlich zugreifen, wie viel Daten kann ich speichern in meiner Speichereinheit, wie lange dauert es, darauf zuzugreifen. Ich hatte schon mehrfach darauf hingewiesen, die Probleme mit Hauptspeicher, Hintergrundspeicher und dass wir eben versuchen, über Caches das auszugleichen. Und dann ist die Energieabhängigkeit noch wichtig. Wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass Informationen gespeichert bleiben, auch wenn ich die Speichereinheit nicht mehr mit Strom versorge? Geht das überhaupt? Zum Glück geht das, aber nicht auf allen Speichern. Schauen wir uns das sukzessive an. Wir haben eine Möglichkeit, wahlfrei zuzugreifen, direkter Zugriff, das ist das, was wir normalerweise in unseren Speichern haben, unabhängig von der Position, mit gleichem zeitlichen Aufwand, direkt erreichbar. Das ist also hier unser Speicher und ich kann an jede Position gleichmäßig zugreifen. Und das ist also unser zum Beispiel Read-Only-Memory, oder von dem es verschiedene Arten gibt. Ich hatte Ihnen gesagt, wir brauchen Read-Only-Memory, um tatsächlich unsere Rechner beim Einschalten tatsächlich hochfahren zu können, die Informationen aus den anderen Speicherbereichen zu holen. Ich kann, obwohl das jetzt Read-Only-Memory heißt, ich habe hier einen wahlfreien Zugriff. Da gibt es eben auch noch gewisse Varianten. Es gibt die Programmable Read-Only Memories. Da kann ich als Anwender diesen Speicherbereich programmieren, aber dann ist er fest. Dann gibt es ein Erasable PROM. Also da kann ich die Informationen noch verändern, nachdem ich sie einmal reingeschrieben habe. Und das sind also unterschiedliche Arten, das zu machen. Und dann gibt es eben das Random Access Memory. Heißt Random Access Memory, also Speicher mit beliebigem Zugriff. Das ist normalerweise unser Hauptspeicher, aber natürlich ist der Read-Only Memory genauso ein Speicher mit direktem Zugriff. Das sind so die typischen Speicher mit direktem Zugriff, die haben wir halt in der Hauptspeicherarchitektur mit drin. Und dann gibt es den sequentiellen Zugriff, und das ist klar, beim sequentiellen Zugriff, da habe ich halt hier, das ist unser im Prinzip unsere Turing-Maschine mit dem Eingabeband, beziehungsweise ein Magnetband, auf das ich zugreife und ich muss halt an die entsprechende Stelle bei dem Band kommen oder auf der Kassette erstmal kommen, um einen Wert lesen zu können. Sequenzieller Zugriff, hängt halt die Zeit für den Zugriff ab von der Position auf dem Band und es kann sein, dass es Minuten dauert, bis ich von einer Position zu der nächsten gewünschten Position komme. Deswegen hat man Magnetbandspeicher auch nur für irgendwelche Archivzwecke und nicht für normale Zwecke beim normalen Rechnen. Und dann habe ich den blockadressierbaren Zugriff. Und beim blockadressierbaren Zugriff, den ich auf den ganzen externen Speichermedien üblicherweise habe, also Festplatte, CD, SSD und so weiter, da habe ich einzelne Blöcke, auf die ich wahlfrei zugreifen kann. Ich kann also einen einzelnen Block adressieren. Aber der einzelne Block hat dann ein paar Kilobyte Größe und den hole ich mir sequenziell dann im Prinzip raus. Das heißt, ich habe innerhalb der Blöcke sequenziellen Zugriff und in den Blöcken, auf die Blöcken selber, kann ich wahlfrei zugreifen. Also verschiedene Arten des Zugriffs und das muss man entsprechend halt auch beherrschen, um dann sinnvoll zwischen verschiedenen Speichermedien halt auch Daten hin und her schieben zu können. Und in jedem Block kann es sein, dass ich mehrere logische Datensätze habe, also mehrere Datensätze, die in einem Block von ein paar Kilobyte abgelegt sind. Und da muss ich sehen, wie ich so etwas geeignet organisiere. Das kommt ganz am Ende nochmal, wenn wir uns mit Dateiorganisation beschäftigen. Das war zum Zugriff. Das ist noch relativ klar, wie sowas gemacht wird. Die einzelnen, also die tatsächliche Realisierung, insbesondere vom Blockadressierten, das habe ich Ihnen jetzt so angedeutet, machen wir etwas später auch noch genauer. Und dann ist das nächste die Speicherkapazität.
Da habe ich Ihnen schon mal gesagt, dass wir da unterschiedliche Größen natürlich haben, dass wir die binär natürlich hier charakterisieren. Wir haben hier also nicht Kilobyte und Megabyte, sondern Mebibyte, Gibibyte, Tebibyte, Pebibyte. Wird oft so ignoriert, redet trotzdem von Petabyte-Speicher oder Terabyte-Speicher, obwohl es eigentlich hier bei Terabyte um 2 hoch 40 geht, also um eine binäre Größenordnung. Wir sind heutzutage bei unseren Speichern ja eher in diesem Bereich, Gibibyte, Tebibyte. Sie wissen, dass Bill Gates damals bei seinen Rechnern, bei den ersten PCs gemeint hat, naja, über 640 Kilobyte wird niemand Speicher brauchen. Deswegen kann man eigentlich das als feste Grenze für den Adressraum, für den Bereich nehmen, der vom Betriebssystem adressiert werden muss. Das ist also lange her. Wir sind heutzutage im Bereich von, zumindest bei den Hintergrundspeichern, bei Terabyte-Speichern. Und das, was wir tatsächlich brauchen, sind mittlerweile Petabyte-Speicher oder auch noch darüber hinaus Exabyte. Also die Datenmengen, die Daten vermehren sich wahnsinnig schnell. Es gibt also auch viele verschiedene Anwendungen, wo solche großen Datenmengen gebraucht werden. Ein etwas witziges Beispiel ist, dass ja in den USA der Zahlungsverkehr ganz anders funktioniert als bei uns. Da müssen Sie häufig, wenn Sie zum Beispiel Ihre Telefonrechnung bezahlen, müssen Sie einen Scheck schicken an die Telefonfirma und dann wird das entsprechend bezahlt. Also da werden Scheckeinrechnungen elektronisch gespeichert und über mehrere Jahre aufbewahrt. Das ist ein etwas seltsames Beispiel für großen Datenaufwand. Ein anderes Beispiel hier bei uns ist das, was wir machen in dem Large Hadron Collider in Genf. Da entstehen ganz viele Daten pro Tag, mehrere Terabyte oder Tebibyte. Die werden alle hier, oder sehr viele von denen werden übrigens hier in Karlsruhe abgespeichert, kommen dann vom CERN, von Genf hierher. Und das sind mehrere Terabyte oder Tebibyte pro Tag. Das heißt, sie haben hier sehr schnell dann auch Petabyte-Daten zur Verfügung. Was man sich klar machen muss, ist, ich sagte, da kommen dann die Daten von Genf hierher. Was heißt das denn eigentlich? Also wenn wir reden hier über riesige Datenmengen, das muss man sich einfach mal klar machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 1 Gigahertz PC. Und der möchte jetzt ein Pebibyte Daten, also etwa 10 hoch 15 Daten, vom Hintergrundspeicher lesen. Und er kann ein Byte pro Takt lesen. Stellen Sie sich das mal vor. Ein Byte pro Takt. Vielleicht kann er ja auch 4 Byte pro Takt lesen. Nehmen wir einfach mal an, ein Byte pro Takt. Dann rechnen Sie sich mal aus, wie lange es dauert, um mit einem solchen PC ein Petabyte Daten vom Hintergrundspeicher zu lesen. Sie werden sich wundern, wie lange das dauert. Und deswegen ist es tatsächlich immer noch so, wenn Sie sehr große Datenmengen transportieren wollen, insbesondere wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen über das Netz Daten austauschen. Da kann es sein, dass es günstiger ist, Ihre Daten mitten auf eine SSD zu schreiben, die SSD einzupacken und per Kurier an den nächsten Ort zu schicken und dort wieder auszulesen. Das kann deutlich schneller sein, als das Ganze übers Netz zu schicken. Ja, nur, Sie müssen sich einfach darüber im Klaren sein, wir reden so viel über Big Data, über riesige Datenmengen. Wir reden darüber, dass wir im Energienetz an allen möglichen Stellen Informationen aufsammeln und die zusammenlaufen lassen in großen Data Repositories. Ohne darüber nachzudenken, ob wir das wirklich brauchen, wofür man das gebrauchen kann. Es kostet ja alles nichts. Es kostet aber ganz viel Zeit. Und das sind ganz viele Ressourcen, die man einsetzt. Und deswegen muss man sich sehr genau überlegen, ob es sinnvoll ist, das zu machen. Also hier mit dem CERN, das ist sehr sinnvoll. Es gibt andere Anwendungen, wo einfach Daten gesammelt werden, ohne dass es sinnvoll ist. Aber es gibt halt hier diese Kapazitätsfragen dabei. Und dann gibt es die Zugriffszeit. Da habe ich auch schon mehrfach darauf hingewiesen. Da gibt es halt die Frage, wie lange dauert es, auf ein Speicherelement zuzugreifen, etwas zu lesen, etwas zu schreiben. Und da habe ich schon mehrfach hingewiesen auf die Unterschiede zwischen DRAM und SRAM. Bei der Static RAM
sind wir 8 bis 16 Mal schneller als bei einem Dynamic RAM. Das heißt, das sind signifikante Zeitunterschiede. Und deswegen haben wir eben die SRAM oder mit einer SRAM-Technologie, das sind halt unsere Cache-Rechner oder Cache-Architekturen. DRAM ist der normale Hauptspeicher, ist halt mit weniger Hardwareaufwand zu realisieren, deswegen preiswerter, aber es dauert länger. Also höhere Kosten für SRAM und deswegen ja, haben wir halt unterschiedliche Arten von Speichern. Und bei Platten- und Bandspeichern, da ist es jetzt noch wieder anders. Da kann es sein, dass die Speichereinheit erstmal, dass wir erstmal darauf zugreifen müssen. Beim Bandspeicher ist es klar. Beim Plattenspeicher werden wir uns das noch genauer angucken, was wir dort für Zeiten tatsächlich haben. Es sind zum Teil eben wirklich Dinge, die bewegt werden müssen. Das Band muss bewegt werden oder Sie müssen einen Lesekopf bewegen, über eine Platte auf die richtige Spur kommen. Und das hat dann einfach zwangsläufig gewisse Zeiten, die Sie mindestens brauchen. Also unterschiedliche Zeiten gibt es. Und dann gibt es noch die Energieabhängigkeit. Wir haben energieabhängige Speicher. Wenn Sie da den Strom wegnehmen, ist der Inhalt weg. Halbleiterspeicher, RAM, also die üblichen Hauptspeicher, sind alle energieabhängig. Das heißt, der Inhalt ist verschwunden, sobald Sie den Strom abschalten. Bei den externen Speichern, da haben wir einen energieunabhängigen Speicher. Das wird über Magnetisierung gemacht und Ähnliches. Da habe ich also Magnet- oder optische Speicher. Und da kann ich tatsächlich etwas dauerhaft ablegen. Wobei, so ganz dauerhaft auch nicht, wenn Sie etwas auf eine CD geschrieben haben, dann wissen Sie, nach einer gewissen Zeit sind die Daten dort auch nicht mehr verfügbar. Das ist kein dauerhaftes Speichermedium. Das Speichermedium, das am das am dauerhaftesten verfügbar ist, das ist übrigens Papyrus. Wenn Sie also Speichermedien suchen, die Ihnen die längste Speicherzeit garantieren, dann müssen Sie auf Papyrus etwas schreiben. Das ist wirklich verfügbar. Wir haben zurzeit wahnsinnig viele Informationen, die wir irgendwo abspeichern. Aber das, was wir vor 20 Jahren auf ein Magnetband geschrieben haben, können wir heute nur lesen vom Magnetband, wenn wir in der Lage sind, tatsächlich auf diese Informationen noch zuzugreifen. Das sind Magnetbandlesegeräte, die gar nicht mehr produziert werden. Das heißt, es gibt extra Einrichtungen, die Speichertechnologien aus früheren Jahrzehnten aufbewahren, damit man in der Lage ist, diese Daten noch weiter verfügbar zu halten. Oder man speichert eben alles das, was man mal abgespeichert hatte, wieder neu auf neue Speichermedien. Ein Wahnsinnsaufwand. Und ob das dann nach 5 Jahren, wenn man es irgendwo einfach in Ruhe lässt, nach 5 Jahren noch zugreifbar ist, ist keineswegs sicher. Das heißt, es kann sein, dass unsere Nachwelt irgendwann mal nur sehr wenig Informationen bekommt über das, was wir alles an Wissen haben, weil bei uns alles auf flüchtigen Speichern abgelegt ist. Während die alten Ägypter auf Papyrus ihre Sachen geschrieben haben, das ist über Jahrtausende noch lesbar. Ja, also das, was wir abspeichern, ist in der Regel nur ein paar Jahre oder Jahrzehnte noch verfügbar, es sei denn, wir erfrischen das ständig wieder auf und schreiben das auf neue elektronische Speichermedien. Das, was man gerne hätte, ist natürlich ein Speicher, der energieunabhängig ist, auch im Hauptspeicher im Rechner. Daran arbeitet man. Man ist dabei, über sogenannte hier ferroelektrische oder magnetoresistive oder phase change memory. Das sind Technologien, mit denen man versucht, nicht flüchtige Speicher tatsächlich herzustellen, die preiswert sind, hohe Leistungsfähigkeit und auch hohe Kapazität haben. Solche Speicher erlauben es einem, dann tatsächlich einen Rechner zuzumachen, wieder aufzuklappen und Sie haben sofort die gleichen Informationen, weil nicht erst alles Mögliche in den Speicher hineingeladen werden muss. Wir sind da schon relativ weit gekommen mittlerweile, aber noch nicht ganz so weit. Üblicherweise haben wir halt eine Kombination von energieabhängigen Speichern und energieunabhängigen Speichern und wir müssen alle dafür sorgen, dass alle Informationen, die relevant sind, auf den energieunabhängigen Speichern abgelegt sind, damit sie dann in den energieabhängigen Speicher wieder hineingelegt werden können. Okay, und jetzt noch zum Ende diese Übersicht über die verschiedenen Speichertechnologien.
eine wichtige Tabelle, bei der wir das nochmal zusammengefasst haben. Wir haben also hier oben diejenigen, die am schnellsten sind. Die sind ganz nah an der CPU. Das sind Register, Halbleiterspeicher, bipolar oder CMOS. Bipolare Transistoren habe ich Ihnen gar nicht vorgestellt. Das ist eine andere Art der Transistoren. Ich habe Ihnen nur die CMOS-Transistortechnologie vorgestellt. Beide werden aber durchaus verwendet. Das sind Speicher, die man verwendet, zum Beispiel auch für den L1-Cache, also für den, der direkt auf dem Chip noch mit angeordnet ist. Und dadurch muss ich keine Kommunikation über Chipgrenzen machen. Kapazität ist hier in der Regel relativ klein, nur ein paar hundert Kilobyte oder Kibibyte. Zugriffszeit sehr kurz, Nanosekundenbereich. Dann habe ich die SRAM-Speicher, also das sind die üblichen Cache-Speicher. Da bin ich dann schon bei einer größeren Speicherkapazität, aber die Zeit geht schon ein bisschen runter. Dann kommen die normalen Hauptspeicher, DRAM-Speicher. Und das geht natürlich in eine ganze Reihe Gigabyte hinein. Und Sie haben dann aber schon, Sie sehen, Unterschied von der obersten Speicherart bis zu dieser hier. Das ist schon erheblich langsamer. Ja? Faktor 20 kann das hier sein. Und dann kommt eine große, da kommt eine Grenze. Er mag mich nicht. Also diese Grenze wollte ich einzeichnen. Dann gehen wir vom wahlfreien Zugriff auf den blockadressierbaren Zugriff. Dann gehen wir auf den Hintergrundspeicher, Flashspeicher, SSDs, Solid State Disk oder ihre Memory Sticks. Die sind schon, die haben eine größere Kapazität, gehe ich also bis in den Terabyte-Bereich hinein. Sie können also eine SSD von 1 Terabyte mittlerweile kaufen. Ist noch ein bisschen teuer, aber gibt es. Und da sind dann die Zugriffszeiten schon deutlich langsamer, bis 10 Millisekunden. Das ist also schon deutlich langsamer, ja, zwischen Nanosekunden und Millisekunden. Aber wenn Sie Glück haben, haben Sie da noch relativ schnellen Flash-Speicher. Also der Unterschied, der wird reduziert durch eine SSD. Eine SSD ist insbesondere deutlich schneller als eine normale Magnetplatte. Da sind wir nämlich im Millisekundenbereich. Und von Millisekunden bis Nanosekunden sind 10 hoch 6 Unterschied. Also ein riesiger Unterschied. Und bei einer Festplatte kann man unter diese wenigen Millisekunden nicht runterkommen. Der Zugriff ist bestimmt durch die Zeit für die Bewegung der Leseköpfe bei einer Magnetplatte. Das schauen wir uns nächstes Mal nochmal genauer an. Da habe ich also dann einen deutlichen Unterschied. Das heißt, ich kann sehr viel rechnen in der Zeit, in der ich auf ein Datum auf der Festplatte zugreifen möchte. Und dann kommen wir hier noch zu der Laserplatte. Das ist also ähnlich, CDs und ähnliches. Und im Hintergrund dann noch die Kassetten, die Magnetbänder, die dann einen sequentiellen Zugriff haben, die halt große Speicherkapazität anbieten. Und hier habe ich natürlich dann, wenn ich Pech habe, sehr lange Zeit, um zuzugreifen auf ein Datum. Das macht man aber nur, wenn man auf eine Archivinformation zugreifen möchte. Das heißt, die Sachen, dafür nutzt man dann die Kassetten. Da gibt es hier im Rechenzentrum einen Riesenraum, wo Sie Kassettenspeicher haben, und ein Roboter, der dann entsprechend, wenn Sie zugreifen wollen auf eine Datei, die Sie abgespeichert haben, irgendwann mal im Archiv, dann holt der Roboter die entsprechende Kassette, legt die ein in das Kassettengerät, in dem Archivrechner, und dann kommt Ihre Datei wieder für Sie zum Vorschein. Also das ist eine wichtige Tabelle, bei der man einfach sieht, wie unterschiedlich die charakteristischen Eigenschaften der Speichermedien sind. Und daraus ergeben sich dann eben die Anforderungen an die Architektur, die Speicherarchitektur. Wie kann ich das geeignet kombinieren, sodass meine Berechnungen nicht verlangsamt werden, dadurch, dass ich zugreifen muss auf irgendwelche Daten, die eigentlich irgendwo entfernt liegen. Das heißt, ich muss immer dafür sorgen, dass meine Daten schon mal geholt werden aus dem Hintergrundspeicher, in den Hauptspeicher hineinkommen. Und wenn sie da verfügbar sind, dann kann ich schnell darauf rechnen. Und das ist also die Kunst der Rechenarchitektur. Jetzt sind wir am Ende der Vorlesung heute. Normalerweise habe ich in der letzten Vorlesung vor Weihnachten immer noch was Besonderes, was anderes Ihnen erzählt als Inhalte der Vorlesung.
das Programm, mit dem ich das mache, an dem ich so ein bisschen nette Eigenschaften der sogenannten Tablet-PCs mir dargestellt habe. Das Programm ist leider mir nicht mehr verfügbar gewesen. Ich dachte, ich habe einen neuen Rechner, da habe ich das Programm nicht drauf. Ich konnte es aus dem Netz nicht runterladen. Der Rechner, wo es noch drauf ist, liegt in meinem Büro zu Hause. Ich habe gestern gemerkt, ich habe das Programm nicht. Deswegen kann ich Ihnen leider nicht dieses schöne Programm oder diese schönen Bilder zeigen, die ich sonst immer mache. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall schöne Feiertage, frohe Weihnachten. Genießen Sie die Zeit, die Sie jetzt haben, zwischendurch ein bisschen zur Erholung. Schauen Sie sich ein paar Sachen nochmal an. Und kommen Sie dann wohlgemut und mit frischer Energie Anfang des Jahres wieder. Wir sehen uns dann in der zweiten Januarwoche wieder. Wie gesagt, alles Gute für die Weihnachtszeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.